verständlich, dass ihr gerade in Überlastsicherung gegangen ist. Jo. Ihr seid voller Scheiße. Genau. Ich hoffe, das darf man so erwähnen. Das darf man bestimmt. Jetzt geht's los mit Gärreste fahren von der Biogasanlage Epicville ganz bis nach vorne, um auch da den Rasen zu düngen, damit wir da besseren Rasenertrag bekommen, damit wir dann wieder Grasschnitt für neue Gärreste haben. Kreislauf geschlossen. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja. Dann Streuwalzen. Ganz rechts, ja. Genau da. Jetzt nur richtig rum. Ich glaube andersrum. Ich bin mir aber nicht sicher, aber mach mal rein. Fühl mal. Ah, oh, sieht gut aus. Oh, Kabel abknicken. Oh, fürchterlich. Ja, aufladen tun wir, während Janko da mal ein bisschen rumtüdelt. Also als nächstes kommt als nächstes. Okay. Und dann die andere. Zeige ich euch den hier nochmal. Das ist ja der Volvo EC 380 EL von MLTech. Da haben wir jetzt die selbstkonstruierte Mistforke oder Mistgabel rangebastelt. Funktioniert ganz gut bis auf das Lösen daraus. Also es klebt da so stark drin, dass es halt nicht außen oder aus der Gabel in den Miststreuer fällt. Naja, Weiteres seht ihr wahrscheinlich jetzt. Viel Spaß beim Schauen. Und wir werden auch ganz gerne, falls ihr zum Beispiel Fragen bezüglich der Maschinen habt, werden wir versuchen, die direkt hier im Video für euch gemeinsam zu klären. Also wenn ihr Fragen habt, was sind das für Trecker, wie funktioniert das, wo kriegt man die her, wie baut man sowas selbst, wo kann man was kaufen, wie dreht sich was, warum dreht sich was. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Hydraulik, Elektro oder irgendwas, ganz egal, stellt einfach in die Kommentare. Ich versuche darauf zu antworten und zu reagieren. Viel Spaß jetzt beim Schauen. Musst du die hier anders schalten, damit er auch wirklich ganz runter geht und sowas. Ja. Also das, warte mal, auf welchem bist du jetzt? Auf dem hier, aber andersherum einfach. Das ja, das Invertieren ist jetzt, habe ich noch nicht da. Ja, das ist aber ja nicht schlimm. Gehen die anderen Sachen, hast du schon probiert? Ja, geht also. Genau so? Capro nach vorne auch, ist auch passend. Die dreht auch richtig rum. Ja, das kann man auch nur richtig rum. Und was? Genau, wenn du den nach oben machst, dann geht er runter. Ja. Muss halt nur, wo er ziemlich lange nachläuft. Das ja, genau. Nicht. Genau. Nee? Ja. Okay. Ich werde das auch noch umlegen, auf den ganz langen wieder, dass wir das gleich haben und auch invertieren, dass hoch ist. Also da hoch. Ja, aber das finde ich nun nicht. Ja, ich glaube, wir werden ja sowieso mehr mit dem hier streuen. Wahrscheinlich. Dann ja. Sonst finde ich das jetzt noch nicht schlimm. Vielleicht auch mal mit dem 8R. Mal schauen. Das wird Leute, oh, Hammer. Mit Sound und Ton. Zone. Gut, dann würden wir sagen, oder wollen wir mal sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Folgendes Problem. Dieses Video ist aus einem guten Grund nicht ganz so lang. Wir haben heute Samstag, Ostersamstag und morgen, Ostersonntag, kommt das Video um 9 Uhr raus. Ich habe dieses Video aber erst so, sagen wir, zu einem Viertel geschnitten
Und da ich für jedes Video ungefähr 15 bis 17 Stunden Zeit im Schnitt brauche, kann man sich ausrechnen, musste ich irgendeine Lösung finden, dieses Video unbedingt noch fertig zu kriegen, beziehungsweise auf irgendeinem Wege fertig zu kriegen, sodass ich mein wöchentliches Uploaden einhalten kann. Nun aber erstmal herzlich willkommen zur 5. Folge von Let's Play RC Farming. Unfassbare Kommentare unter dem letzten Video. Dieses Statement, dieses Feedback, das ist einfach für mich nicht greifbar, wie sehr meine Arbeit doch geschätzt wird. Hinter den Kulissen sieht man nicht, wie unglaublich viel das ganze Gefilme, das Aufbauen, denn schnelles Reparieren, wenn beim Dreh was schief läuft, und dann, das sieht man immer gar nicht. Ich kann es gerne mal mehr mit reinbringen, aber man sieht es nicht. Vielen Dank. Also dafür, dass ihr mich das immer wieder wissen lasst, was gut ist, was schlecht ist, was besser kann, was schlechter oder was gut ist. Vielen Dank dafür. Bevor ich jetzt zum nächsten Kommentar komme oder zum ersten, ich habe da so eine verrückte Bitte oder so eine Idee. Für mich ist ja wichtig, dass dieser ganze Kram hier möglichst verbreitet wird, damit es schnell an viele Leute kommt, die sich auch für Miniaturbau interessieren, damit ich diese Leute eben erreichen kann. Damit sie entweder in diesen Videos ein Vorbild sehen oder auch Lust bekommen, RC-Modellbau anzufangen, denn das ist einfach ein geiles Hobby. Und jetzt hatte ich so den folgenden Gedanken letztens. Was wäre, wenn jeder, der dieses Video bis zu dieser Stelle jetzt, ich weiß nicht, welche Minute das ist, aber jeder, der das Video bis zu dieser Stelle schaut und übers Handy guckt, nach dem Video den Teilen-Button benutzt und das in seinen Status stellt, was dann passieren würde? Ich bitte, das soll jetzt kein mega hier, ich will um Reichweite betteln, aber das wäre mega cool, wenn ihr das machen könntet, um, naja, mich ein bisschen zu unterstützen. Das wäre oberhammeraffengeil. Also sollte das jemand von euch nach dem Video tun, herzlichsten Dank dafür.
Dankeschön. Danach gerne wiederkommen, kommentieren, liken, was weiß ich. Wie ihr möchtet. Aber das wäre ein hammergeiles Ding. Dankeschön dafür. Mal gucken, wie es klappt. Oder ob das überhaupt klappt. Ja, genau. Harz Krawitz. Also jeder RC-Enthusiast, ach ja, diesen Kommentar fand ich mega geil, von Harz Krawitz, so steht's auf jeden Fall da. Also jeder RC-Enthusiast, der diesen Kanal nicht vorgeschlagen bekommt, verpasst etwas. Top geschnitten, 12 von 10, Kameraquali und Führung. Großartige Modelle und eine funktionstüchtige Anlage. Das hier ist ein Vorzeigekanal. Hut ab, weiter so und bin gespannt auf die weiteren Folgen. Also über den Kommentar, hammergeil, habe ich mich mega gefreut. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich musste wirklich, wirklich tüchtig schmunzeln und echt grinsen, als ich diesen Kommentar gelesen habe. Vielen lieben Dank für so ein tolles Statement. Also das finde ich schon ziemlich geil. Das ist ja echt cool. Ja, jetzt müssen wir langsam anlaufen lassen. Yo. Man muss auch eben, warte. So, das muss man eben einmal zeigen. Ja, kein Problem. Verständlich, dass der gerade in die Überlastsicherung gegangen ist. Jo. Ja, das mach ich jetzt absolut. Dann ich. Oh. Das ist schon echt. Darf das? Nein, nein, nein. Das passt schon. Das ist schon richtig so. Meinst du? Ich hab vorhin ein bisschen zurücklaufen lassen. Und lauf wieder an. Überlastsicherung. Es ist wie ein echt geil, die Luftkupplung da eigentlich. Also das finde ich schon ziemlich geil. Das ist ja echt cool. So, jetzt hier langsam anlaufen lassen. Yo! Man muss auch eben, warte. Entschuldigung, das muss man eben einmal zeigen. Ja, kein Problem. Verständlich, dass der gerade in die Überlastsicherung gegangen ist. Yo! Krass. Ja, nicht schlecht. Da hat der Meister echt gute Qualität geleistet. Dass die Förderschnecke in die Biogasanlage gegangen ist, unglaublich. Ja. Oh, der Stauschieber. Oh, ist das krass. Ja, wenn man sich so das gesamte Streubild mal anguckt, das ist schon... Na gut, man sieht das jetzt mit dem Schatten ganz, ganz schlecht. Da sieht man es noch besser, glaube ich. Ich habe meinen Spruch. Ja, gute Idee. Kannst den gleich düngen. Wenn wir den umbuddeln, ist er gleich gedüngt. Oh, das wird geil, wenn wir erst die ersten schwarzen Flächen haben. Aber wahrscheinlich nicht auf diesem Epic will. Glauben wir mal einfach, damit ich weiß, falls da was gegenläuft, ja, bin ich vernünftig langsam wieder anlaufen kann und ohne Gegendruck. Ja. Was interessant! Ist das Hammer. So, Sparkasse 987, wenn hier mal jetzt nicht gerade ein bisschen Schleichwerbung betrieben wird. Ich würde mir so gern einen K700 wünschen, das ist so ein toller Traktor. Richtig. Abwarten, abonnieren, Glocke aktivieren und ich hoffe, Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres unbedingt nochmal reinschauen. Am besten jede Folge, aber unbedingt da nochmal. Dann könnte dieser Traum vielleicht in Erfüllung gehen. Nicht ganz realistisch. Aber ich habe da jemanden, der was bastelt und ich bin gespannt, ob der irgendwann mal auf meine Anlage fahren wird. Mal schauen. So, sollte dir dieses Video gefallen haben, das Standardding, bitte Glocke aktivieren, also abonnieren, dann die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts. Und vielleicht darf ich ja nochmal auf dieses coole Gedankenschema hin, was ich inmitten des Videos irgendwann mal gebracht habe. Wenn jetzt, direkt jetzt nach dem Video, wenn das Video gleich Stopp macht, wenn dann jetzt jeder, der übers Handy geguckt hat und auch bis jetzt nochmal hier geguckt hat, den Teilen-Button benutzt und das einfach in seinen WhatsApp-Status stellt, das wäre der Oberhammer. Gerne kommentarlos oder schreibt da irgendwie was Cooles zu, warum ihr das gerade in den Status gestellt habt. Ich fände es mega geil.
Mal gucken, ob das überhaupt jemand macht und mal gucken, ob das denn irgendwie Wellen schlägt. Wir schauen mal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, hoffe ich. Wäre cool, wenn du wieder einschaltest oder wenn jeder einschaltet, der gerade auch zuschaut. Ich habe Bock auf das Projekt. Das Projekt wird noch sehr, sehr groß. Die Pläne stehen für extreme Dimensionen. Also die Pläne stehen schon. Genaueres sage ich aber wahrscheinlich erst in 3,5 Jahren dazu. Also bis dahin sind schon die Pläne gestrickt. Es lohnt sich dran zu bleiben. Es wird noch so viel größer, so viel geiler. Es wird noch so viel Landwirtschaft betrieben. Es wird noch so viel neue Maschinen geben. Es wird noch so viel. Ich könnte jetzt noch stundenlang sprechen. Ich beende das Video jetzt am besten, sonst verrate ich noch zu viel. Danke fürs Einschalten. Bis dann.